Hallo zusammen bei 360 Grad. Ja, heute eine ganz besondere Folge, unsere 600. Und da blicken wir natürlich zurück, was alles gelungen ist, was alles schiefgegangen ist. Eine Best-of aus 360 Grad. Und natürlich erfahren Sie jetzt hier das, was uns alle hier beschäftigt, nämlich nach der Cyberattacke auf die Stimme Mediengruppe, welche Auswirkungen das hat und was das für die Zukunft bedeutet. Das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Ja, der Cyberangriff auf die Stimme Mediengruppe, der hält uns natürlich seit vergangenen Freitag in Atem. Und was da passiert ist, das hat natürlich weitreichende Auswirkungen, die wir alle verspüren. Und auch jetzt können wir noch nur unter Einschränkungen produzieren. Und seit Freitag arbeitet hier ein Team der IT, der Stimme Mediengruppe, gemeinsam mit Cyber-Experten an der Behebung der Probleme. Und die sind natürlich vielfältig und werden uns noch viele Monate lang beschäftigen. Aber ganz wichtig war natürlich auch, wir informieren über unsere Seite der Stimme Mediengruppe. Die Adresse blenden wir gerne mal ein. Immer über die aktuellen Vorkommnisse und vor allen Dingen auch darüber, dass die Geschäfts- und Privatkunden vor allen Dingen nichts zu befürchten haben, dass diese Daten nicht verloren gegangen sind und dass wir uns peu à peu weiterentwickeln. Und das war ja auch der Fall am Wochenende. Am Samstag erschien ein sechsseitiges Notfallprodukt. Am Sonntag konnten wir erstmals das E-Paper wieder produzieren mit 28 Seiten. Und am Dienstag dann konnte wieder eine Zeitung gedruckt werden. Also fahrlich in Rekordzeit und das nach dieser Attacke. Das ist schon ein kleines Wunder, aber ein Wunder, über das wir uns ganz besonders freuen. Ja, jetzt sind wir hier im Service Center der Heilbronner Stimme und klar, natürlich nach dieser Cyberattacke ist auch nur hier ein eingeschränktes Arbeiten möglich. Aber nichtsdestotrotz schauen wir zurück auf 15 Jahre 360 Grad, auf 600 Folgen und da ist natürlich jede Menge passiert, zu Lande, zu Wasser, in der Luft. Es gab Höhen und Tiefen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ob es beim ENBW Kühlturm war, ob es im Salzbergwerk war, ob es im Heißluftballon war, als wir auch mal ein Jubiläum feiern durften. Oder beispielsweise natürlich auch auf dem Neckar mit vielen Schifffahrten, die wir unternehmen konnten. Aber auch im Kletterpark in Weinsberg. Also immer neue spektakuläre Drehorte. Und eigentlich hatten wir gedacht, nach 50 Folgen gehen uns die Drehorte aus. Aber bis heute war das noch nicht der Fall. Ja, während im Hintergrund schon wieder die Produktion der Tageszeitung natürlich unter eingeschränkten Voraussetzungen läuft, haben wir uns auch immer bei den Berichten und Meldungen, die wir in der Stimme hatten, Anregungen geben lassen für Drehorte. Und da gab es natürlich vor allen Dingen jede Menge Baustellen, Drehorte in den vergangenen 15 Jahren. Ob man die Großbaustelle bei Lidl anschaut, ob man die Großbaustellen auf der A6 oder auch die vielen Wirt-Produktionen sich anschaut. Also es gab kaum eine Baustelle, bei der wir nicht vor Ort waren. Und nicht nur die Baustellen haben es uns angetan, sondern natürlich auch zahlreiche Events in der Region. Sei es bei Konzerten im Frankenstadion, sei es beim Stimme-Firmenlauf oder beispielsweise beim Volksfest, beim Weindorf. Es gab ja unglaublich viel an Festivitäten, die wir alle abgegrast haben in den vergangenen 600 Folgen. Und das eine oder andere kommt ganz sicherlich noch mit dazu. Ja, interessant, wie alles begann vor 15 Jahren, damals im Büro des Chefredakteurs. Das sah da noch ganz anders aus und der Chefredakteur logischerweise sah auch noch etwas anders aus vor 15 Jahren. Und dann haben wir die ersten Folgen direkt im Büro produziert. Dann gab es die ersten Leser, die sagten, Mensch, mach doch mal auch eine andere Location. Dann waren wir auf dem Dach der Heilbronner Stimme mit unserem 360-Grad-Rundumblick sozusagen. Und anschließend ging es dann hinaus, die ersten Drehs außerhalb, zunächst mal noch statisch und dann immer mehr neue Szenen hineingeschnitten. Und es gab ja auch vieles, über das wir berichten konnten, auch zum Thema Gefahren beispielsweise, ob es bei den Bären in Trips Drill war, ob es bei den Tigern im Zirkus war. Wir waren natürlich auch das ist eine gefährliche Situation, bei Operationen live mit dabei. Und wir haben immer auf Exklusivität geachtet. Das heißt also, viele Dinge und Locations vorstellen können, an die bisher noch niemand gekommen ist. Beispielsweise auch die Stadtgalerie ganz kurz vor der Eröffnung. Und wo das Ganze alles entsteht, das schauen wir uns jetzt noch mal ganz genau an. Ja, und jetzt sind wir hier im Studio von Stimme TV und im Schneideraum. Dort wird alles das zusammengebastelt, was wir da vor Ort gedreht haben und das seit 15 Jahren. Manuel Mayer, der Leiter von Stimme TV, ist von der ersten Stunde an mit dabei. Marcel Remmele, der hier im Hintergrund mit der aktuellen Produktion beschäftigt ist, ist auch seit einigen Jahren. Jetzt im Augenblick ist Zafial hinter der Kamera, das heißt also, wir improvisieren, auch wenn es notwendig ist. Vielen Dank gilt es zu sagen an all diejenigen, die das möglich gemacht haben, die längst laufen.
laufende Web-TV-Serie eines Regionalzeitungsverlags in Deutschland. Matthias Bitsch war da viele Jahre mit dabei und natürlich aus meinem Sekretariatsteam in erster Linie Sarah Fulte, meine Referentin, gerade zwar im Erziehungsurlaub, aber auch jemand, der viele, viele Jahre 360 Grad begleitet hat. Jetzt sind dies Heike Neureuther und Irina Bakanow, die die gesamte Organisation machen und die gesamte Planung. Das heißt also, 360 Grad ist natürlich logischerweise keine One-Man-Show, sondern eine Teamleistung. Und nur deshalb konnten wir Ihnen über 15 Jahre lang hoffentlich das ein oder andere Interessante bieten. Ja, und das Format von 360 Grad, das hat sich natürlich auch verändert in all den Jahren. Wenn man zu Beginn immer die lokalen Themen während des Videos kommentiert hat, haben wir das dann auch umgestellt, peu à peu, mal ganz zu Beginn. Jetzt seit einiger Zeit immer kompakt am Ende des Videos. Und deswegen passt auch hier unser Studio ganz gut, wo wir Stimme aktuell viele, viele Jahre gedreht haben und eben auch auf aktuelle Ereignisse eingegangen sind. Und das ist wirklich eine außergewöhnliche Woche und dann auch noch mit einem Jubiläum beenden. Und wie gesagt, die Cyberattacke, die beschäftigt uns, sie beschäftigt auch viele Menschen. Es gab Rückendeckung, aufmunternde Worte und auch Lob, dass wir so schnell wieder produzieren konnten. Das hat wahrlich einmal gut getan. Und natürlich war es auch ein Teamgedanke hier, der entstanden ist in der gesamten Mediengruppe. Das war schon schön zu sehen, wo man gesehen hat, wie schnell man das Ganze beheben wollte und wie man da tatsächlich dann auch Tag und Nacht gearbeitet hat. Und es betrifft natürlich auch die Ermittlungsbehörden, die weiterhin aktiv sind in der Täterermittlung, und man darf gespannt sein, was am Ende rauskommt, wenn diese Ermittlungen dann irgendwann zu einem Ende führen. Und dann werden wir natürlich auch entsprechend informieren und auch aktuell darüber berichten, wie wir das ja jeden Tag schon bei stimme.de machen, um eben unsere Leserinnen und Leser und auch die Geschäftskunden entsprechend zu informieren. Aber das Leben geht weiter und wir beschäftigen uns natürlich auch mit weiteren Berichten, beispielsweise in Sachen Bildung, wo Baden-Württemberg einst Spitzenreiter jetzt auf einem Abstiegsplatz steht. Wenn man sich mal anschaut, was in den Grundschulen los ist, das ist natürlich eine Entwicklung, die kann einen nicht ruhig schlafen lassen. Und wenn man als Rechtfertigung nimmt, dass mittlerweile mehr als 50% der Kinder in Grundschulen eben ausländische Wurzeln haben, dann mag das so manches erklären. Es ist aber überraschend, dass man in diesem Fall diese Statistik zu Rate zieht. Wenn es um die Kriminalität geht, dann will man meistens nicht wissen, wie die ausländischen Faktoren da eine Rolle spielen und wie hoch dort der Prozentsatz ist. Das ist schon höchst bemerkenswert. Ja. Und diese bemerkenswerten Dinge, die werden wir auch in der Zukunft bei uns hier im Auge behalten, bei 360 Grad. Und wenn man sich jetzt nochmal hier im Zeitraffer anschaut, was so alles passiert ist in den letzten 15 Jahren, dann ist es einfach unglaublich. Aber es ist auch so ein bisschen ein Zeitspiegel, wie sich diese Region verändert hat und welchen Aufschwung diese Region genommen hat. Und das konnten wir mit unserer wöchentlichen Videokolumne auch gut dokumentieren. Und ich hoffe, dass die eine oder andere Folge noch mit hinzukommt. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.